Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute machen wir mal die Haustour von Professor Frank. Unser lieber Professor ist jetzt hier in Springfield richtig eingezogen in seiner neuen Bude. Da wollen wir ihn natürlich auch gleich einen Besuch abstatten. Aber ich bin auch mal so ein paar Folgen abgegangen, die ich, sag ich mal, zum Hausbau benutzt habe. Und da ist mir aufgefallen, der hat ja hinten auch eine Hausansicht, ne? Wo ich erst sagte, das ist er nicht. Habe ich übersehen. Kann ja mal vorkommen. Aber blub, hier ist ja mal irgendwo ein Bild. So sieht das auf der Rückseite von Professor Frank aus, da haben wir schon mal einen guten Einblick. War auch eine gute Folge, kann ich nur sagen. Das war mehr so eine Zukunftsfolge, da sah man, sag ich mal, die Gegenwart von den Simpsons und dann nochmal die Zukunft von den beiden Simpsons-Kindern, so ein bisschen, wie sich die entwickeln sollten. Und da kann man ja sagen, das ist ja, sag ich mal, Gegenwart und Zukunft, wie das so aussieht. Also zum heutigen Schritt könnte das dann halt immer noch halt so auf der Rückseite aussehen. Wir haben einmal auf der Garagenseite noch eine extra Hintertür. Plus nochmal auf unserer Rückseite vom Haus haben wir zwei weitere Fenster, plus ein Kellerfenster, eine Hintertür. Und auf dem Dach hat man rausgefunden, dass es doch große Dachfenster sind, so wie ich es halt vermutet habe. Keine Solarzellen oder sowas, einfach drei große Dachfenster. Bevor wir jetzt natürlich die Tour machen, will ich euch kurz zeigen, wie ich die Dachfenster hier so ein bisschen platziert habe. Falls der ein oder andere sagen will, ey, das sieht cool aus, das will ich auch so haben. An sich müsst ihr eigentlich nur, sage ich mal, die Solarzellen wegbauen. Das Maß von den Abstand und so, das ist immer noch gleich von Solarzellen wie jetzt Dachfenster. Ich habe einfach nur, sag ich mal, hier oben einfach drauf die Glasblöcke einfach glatt platziert. Ne, da runter dann nochmal zwei weitere Reihen und dann hier schräg auch nochmal so zwei weitere Reihen einfach mir ein bisschen langgezogen. Dann habe ich das Dach weggehauen und einfach nochmal von der Unterseite auch nochmal Glasblöcke gegengeklatscht und fertig sind halt die Dachfenster. Weiterhin habe ich noch Zäune mir platziert bei Professor Frank. Einmal so ein Holzzaun. Also ich konnte jetzt aus den Folgen nehmen, dass halt auf der linken Seite Minimum ein Holzzaun ist. Den habe ich mir einfach hier so ein bisschen langgezogen. Und auf der Rückseite wie auf der rechten Seite einfach nur Maschendrahtzaun mir langgezogen, weil ich einfach das so aus den Folgen so ein bisschen entnehmen konnte, dass das halt so ein bisschen, ja, so gesetzt wurde. Ja, da kann man sich natürlich freie Hand lassen, wie weit der Abstand und so ist vom Zaun. Da gebe ich euch nichts vor. Ihr könnt ja den Garten gerne einrichten, aber ich weiß, bei Professor Frank, der hat nichts im Garten. Von daher kann man hier einfach nur Wiese lassen. Ja, ansonsten habe ich nicht großartig noch hier was beim Häuschen gemacht. Na gut, ich habe hier hinten noch so einen kleinen, ja, noch ein bisschen Platten gesetzt hier bei der Garage, weil ich das gesehen hatte. Und ja, ein bisschen Gestrüpp kann man noch am Haus platzieren. Stört nicht, kann man ja machen. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, besuchen wir einfach mal unseren Professor. Gucken mal, ob er zu Hause ist. Ja, gehen wir mal rein hier. Wie gesagt, ich habe mich aus mehreren Folgen so ein bisschen immer bezogen hier bei der Einrichtung. Ich sage mal, wir kommen hier rein, da haben wir natürlich hier einfach so einen Flur. Und der fällt bestimmt auf. Oh Mensch, der hat ja die ganzen Wände in grün und der Boden ist meistens grau gehalten. Decke ist auch meistens grau gehalten. Warum habe ich das denn so gemacht? Der Grund dazu ist ganz einfach, in den meisten Folgen, wenn man Professor Frank bei sich zu Hause sah, dann hatte der meistens grüne Wände, grauen Boden und eine graue Decke. So, das war die Erklärung, warum das jetzt alles hier so einheitlich aussieht. Naja, so kommen wir jetzt erstmal dahin, was ich mir so ein bisschen ausgedacht habe. Ja, ich denke mir auch manchmal was aus. Und zwar sah man bei Professor Frank eigentlich nur Labore. Aber ich möchte auch, dass er ein bisschen heimisch ist. Ne? Also sage ich mal, wenn man hier reinkommt, hat er so eine kleine offene Küche. Er ist modern. Nö, das hat man denn so. Und dann hat er gleich hinter der offenen Küche ein kleines Wohnzimmer. Ein bisschen zwar reingequetscht, finde ich. Er hat jetzt hier keinen Fernseher drin. Na gut, er ist ein Professor, der hat ja nicht so viel Zeit zum Fernsehen gucken. Er findet ja lieber was. Aber trotz alledem, kleine Sofa-Ecke, moderne Regale ein bisschen hier mir hingebaut. Und ja, versucht hier alles so ein bisschen tüffig mich hier doch zu gestalten, damit er sich doch ein bisschen wohlfühlen sollte. Und dann kann man ja, sag ich mal, auch vom Wohnzimmer aus da hinten in den Garten gehen. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter hier und zwar in den, ja, vom Wohnzimmer aus, hier in den Flur rein. Hier haben wir, sage ich mal, gleich hier bei der ersten Tür so ein bisschen sein kleines Schlafzimmer von unserem Professor. Ich glaube, dazu muss ich halt nicht so viel sagen. Ich denke mir, ein Schlafzimmer sollte drin sein in seinem Haus. Das kann er ruhig haben. Und dann gehen wir hier ein bisschen weiter und dann kommen wir hier zum nächsten Raum. Da habe ich ihn einfach mal ein kleines Badezimmer reingebastelt.
müsste auch drin sein. Ne? In so einem Häuschen dürfte ein Badezimmer Minimum sein, denn ich glaube, jeder sucht mal hier so einen kleinen stillen Ort. Und ja, so, dann sind wir auch mit dem Badezimmer fertig und dann gehen wir weiter. Und zwar kommt man denn hier am Ende des Flures in die Garage rein. Und da hatte ich erst mir Gedanken gemacht, was mache ich hier rein? Mache ich jetzt hier wirklich so eine Garage, wo er ein Auto drin hat? Habe ich jetzt natürlich hier gemacht. Man könnte auch, sag ich mal, komplett anders denken und zwar in ein Labor sich reinbasteln. In einigen Folgen kann man immer sagen, so in der Garage war mehr Labor, als wirklich, als aber das genutzt hat, als Garage. Aber ich gönne ihm mal eine Garage. Er bastelt ja auch gern und er hatte ja auch, sag ich mal, sich sein eigenes Auto entworfen, gebastelt, erstellt. Und jetzt hier in der Garage sitzt er noch dran, er bastelt noch, er ist noch nicht fertig, von daher ein bisschen so nur angedeutetes Auto, also muss er nicht 1:1 perfekt das jetzt hier reinbauen, ist ein bisschen eng auch hier drin, von daher kann man ja sagen, er bastelt noch dran, guck mal, hier läuft schon ein bisschen Öl aus, müssen wir noch Bescheid sagen, ja, und dann kann man sich hier noch ein bisschen Werkzeug und allerhand so ein bisschen platzieren und ja, sein Auto halt, ne, habe ich das Bild schon eingeblendet, ich glaube schon, ne, irgendwo habe ich bestimmt schon eingeblendet, ne, jedenfalls so ein bisschen wollte ich das damit darstellen. Ja, dann gehen wir mal wieder aus der Garage raus und gucken uns mal den Rest des Hauses an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben, denn ich habe jetzt hier, wenn man vom Flur dann auf die rechte Seite sich hierhin bewegt, eine Treppe gemacht, einmal führt sie im Keller hin und nach oben. Wir gehen erstmal nach oben, würde ich sagen. Da ist ein großes Labor, was man aus vielen Folgen vielleicht kennen sollte, vielleicht auch Vorspanns oder sowas, wurde es ja ab und an gezeigt. Ich habe mich hierbei ein bisschen auf eine Halloween-Folge spezialisiert, vielleicht kennt ihr die ja, wo er, sag ich mal, seinen Vater wieder erweckt hat und der dann durch die Stadt marschiert ist und den Leuten ihre Körperteile und was nicht alles geklaut hat, ihre Gehirne geklaut hat in der Folge, man kennt das vielleicht. Ja, jedenfalls habe ich das hier so ein bisschen angedeutet, dass er, sag ich mal, hier so eine kleine Halloween-Folge, ne, sein Vater wiederbelebt. Hier ist zum Beispiel sein Vater so beispielsweise dargestellt, der ja gleich losmarschiert und die Stadt terrorisiert. Naja, jedenfalls hat er ihn dann hier so ein bisschen wiederbelebt auf dem Stuhl, hat so einen Hebel umgelegt, Donner und Blitze waren und dann zack, war er wieder am Leben. Komischerweise war Lisa dabei bei dieser besonderen Therapie, wollen wir es mal sagen, ne, also komisch, ne? Naja, jedenfalls versucht hier so ein kleines Labor reinzubauen. Ich habe wirklich versucht, jedes Fenster zu nutzen, kein Fake reinzubauen. Von daher habe ich hier vorne die kleinen Dachfenster hier angedeutet und musste leider hinnehmen, dass sich ein Fenster ein bisschen verkalkuliert hat. Ich habe nicht so ganz gewusst, wie ich mir das einrichte. Von daher haben die hier ein Fenster auf dem Boden. Man könnte es vielleicht auch so hinsetzen, dass es normale Höhe hat, aber dann sieht das von außen doof aus und daher dachte ich mir, na gut, kommst damit zurecht, dass, sag ich mal, ein Fenster auf dem Boden ist. Das kann ich schon verkraften, das geht schon. Und vielleicht stellt man auch ein paar Kisten vor, dann sieht man das ja nicht, ne? Also, kann man ja alles vertuschen. Ja, ansonsten lasse ich hier so ein bisschen das Labor und wenn du dich jetzt fragst, warum hast du denn hier diese ganzen Dinger hingemacht, diese Treppen und so, diese polierten Dinger? Ich dachte mir, so ein bisschen logisch kann man ja denken, ne? Man könnte ja sagen, das sind diese Fensterschieber oder irgend so ein System, was sich Professor Frank ausgedacht hat, um die Fenster zu öffnen. Ne, falls er mal irgendwelche Experimente machen möchte, wie zum Beispiel sowas wie sein Vater wiedererweckt, dann muss er die natürlich aufmachen, dass der Blitz natürlich nicht ins Fenster einschlägt, sondern perfekt hier trifft. Geht das hier eigentlich? Warte mal, habe ich das eigentlich geguckt? Na, so schräg könnte der Blitz einschlagen. Ne? Das wird schon gehen in Minecraft. Naja, ansonsten, das ist hier so ein bisschen sein Labor. Da kann man sich ja allerhand ausdenken, was man sich, sag ich mal, in sein Professor Frank Häuschen basteln möchte an Laboren, ne, und was man da entwerfen möchte. Da kann man sich ja alles ausdenken. Wir haben ja genug Equipment, ne? Man kann hier Braustellen sich platzieren, ne? Dann kannst du hier mit Chemie arbeiten oder auch irgendwas Handwerkliches hier mit einer Kreissäge kann man ja machen. Also man kann sich ja einiges ausdenken. Na gut, dann wollen wir wieder runtergehen und zwar gehen wir jetzt in den Keller rein. Und jetzt, bevor einer sagt, ey, wie hast du den Keller gebaut? Ganz einfach, ihr nehmt einfach das Maß von eurem Haus und dann baut es einfach runter. Ne, also, ich würde mal sagen, wenn ihr euch einen Keller zieht, dann macht man so 5-6 Blöcke, geht ihr tief in die Erde rein von eurem Hausmaß und dann könnt ihr hier euch auch so einen kleinen Keller basteln. Die Kellerfolge ist auch diese kleine Zukunftsfolge und da habe ich echt überlegt, wie mache ich das mit dem Kellerfenster, weil das echt, sage ich mal, eine Sache ist für sich, sage ich mal, dass man, sage ich mal, von außen in den Keller gucken kann, obwohl das ja, sage ich mal, nur ein Block tiefer ist als die normalen Fenster. Da muss man dann schon so ein bisschen hantieren, dass das doch ein bisschen klappt hier alles. Naja, ansonsten habe ich hier das mir so eingerichtet wie in der Folge. Natürlich ist jetzt hier ein bisschen in der Mitte alles so offen, aber das war auch in der Folge so, dass hier, sage ich mal, in der Mitte nichts stand. Also das war schon sehr aufgeräumt im Keller. Oder hat er ja so ein riesiges Apparat gehabt zum Beispiel, wo er, sag ich mal, dann den Simpsons-Kindern die Zukunft zeigen konnte. Ne? Ist halt wie sein
seine eigene, ja, sein eigenes Fernsehprogramm. Der kann ja dann überall gucken, was die Leute so erleben in der Zukunft, ne, und dann kann er sich daran, keine Ahnung, er freut sich oder so. Naja, jedenfalls hat er das. Ja, und jedenfalls, was kann man noch sagen hier im Keller? Ja, ein bisschen Gerümpel steht hier, ein bisschen Werkzeug und sowas, ne, ein paar Regale, ein Wasserboiler, naja, halt so ein bisschen Kleinzeug, was er hier hat. Naja, kann man sich ja ausdenken, was man sich in seinen Keller bastelt, aber ich habe mich halt immer sehr auf die Folgen bezogen, wie es da aussah. Tja, wer hätte das gedacht? Wir sind schon fertig mit Professor Franks Haustour. Ja, das ist er. So lebt er halt hier in Springfield in seiner Bude. Ja, das ist dann hier Professor Frank. Können wir jetzt hiermit abschließen. Tour ist damit fertig. Ich setze mich dann gleich wieder ans nächste Häuschen ran. Ihr wisst ja, an wen es so langsam geht. Ja, mehr als die vorne Safety hinstellen kann ich jetzt auch nicht. Und wenn ich Safety stehe, dann würde ich sagen, hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge. Also haust rein und tschüss. Hat dein Haifisch das gemacht? Ja, der arme Kerl wollte eine neue Sonnenschutzcreme auf Blutbasis ausprobieren. Aber da ich jetzt meinen Hammerschraubenzieher habe, könnte ich ihn reanimieren, ohne dauernd das Werkzeug wechseln zu müssen. Das ist immer lästig und störend.